Moin und herzlich willkommen zu Tierisch gut drauf. Mein Name ist Stefan. In dieser Episode nehme ich euch mal wieder mit an die Nordsee. Da sind wir ein bisschen im Watt unterwegs und auch auf dem Deich und konnten da so einige Tiere beobachten. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Tierisch gut drauf. So Leute, ich habe jetzt einen guten Platz erstmal gefunden zum Parken und jetzt gehen wir gleich gemeinsam über den Deich und ich kann euch jetzt schon sagen, dahinter ist nur Watt. Oder wenn wir Pech haben, nur Wasser. Aber ich hoffe, dass noch ein bisschen was da ist. Wir werden es gleich sehen. So, ich halte mich jetzt erstmal noch ein bisschen hinter dem Deich auf. Baue jetzt hier die Kamera auf. Und dann pirschen wir uns vorsichtig ran. Aber ich mache hier schon mal ein paar Aufnahmen, weil aus Erfahrung weiß ich, dass auch Limikulen und Möwen und generell alle Vögel im Watt sehr schreckhaft sind. Und ich habe echt keinen Bock, dass die jetzt gleich alle wegfliegen. Also erstmal ein paar Fernaufnahmen machen. Ich habe echt direkt einen sehr, sehr guten Spot gefunden. Also Vögel gibt es hier ohne Ende. Da sind sehr, sehr viele große Brachvögel, viele Möwen, Auslandfischer, Brandgänse habe ich gesehen. Also hier ist auf jeden Fall einiges los. Ich weiß nur nicht, ob ich näher rankomme. Ich werde hier noch ein paar Aufnahmen machen und dann versuche ich mich mal, ich glaube eher zentimeterweise ranzuschleichen. Also hier war das auf jeden Fall ganz schön. Ich werde aber trotzdem mal 1-2 Kilometer weiter das Meer entlang Richtung Westen gehen. Der Wind nimmt jetzt auch ein ganz klein bisschen zu. Dementsprechend hoffe ich, dass ich den Wind da hinten gleich ein bisschen im Rücken habe. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ich die Vögel gleich ein bisschen näher
vor der Kamera habe, weil hier ist das doch sehr weit weg. Aber immerhin habe ich schon ein paar Aufnahmen von Steinschmerzer machen können. Bachstelzen habe ich jetzt gesehen. Ich hoffe, dass da auch die eine oder andere Aufnahme dabei ist. Und Wiesenpieper. Der gute alte Wiesenpieper. So, jetzt erstmal den Deich wieder hoch. Und ich muss erstmal gucken, wo mein Auto ganz steht. Falls ihr mal auf dem Deich unterwegs seid und es ist morgen, also Tau liegt noch auf dem Deich, dann empfehle ich euch doch festes Schuhwerk. Denn das erste Mal, wo ich gerade zum Gucken hochgegangen bin, da hatte ich noch meine Turnschuhe an, sag ich mal. Und das war schon sehr glatt, da habe ich mich fast gemault. Naja, also jetzt erstmal ein paar Outdoor-Schuhe angezogen und dann klappt auch die Besteigung des Deiches. So, bis gleich. Sehen könnt, ich bin immer noch vor dem Deich. Ich stehe gerade quasi mitten auf der Straße und hier war gerade richtig viel los, was Vögel angeht. Ich habe hier gerade Distelfinken gefilmt, Stare, sehr, sehr viele Rauchschwalben, die haben sich alle auf diesem Stacheldraht hier niedergelassen. Ja, das war ganz cool. Auf jeden Fall auf dem Deich war schon mal einiges los. Tag hat sich auf jeden Fall schon mehr als gelohnt und ich wollte noch ein paar Stunden machen. Also ziemlich cool auf jeden Fall. Aber jetzt gucken wir mal gemeinsam über den Deich, ob da vielleicht der eine oder andere Vogel zu sehen ist und ob dann der ein oder andere Vogel noch sehr nah dran ist. Das wäre natürlich der Knaller. Aber erstmal wieder vorsichtig über den Deich rüber gucken. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, da ganz hinten ist eine Buhne, die werde ich gleich mal filmen. Da steht ein großer weißer Vogel oben drauf. Ich weiß noch nicht, ob es ein Silberreiher ist oder vielleicht sogar ein Löffler. Wir werden es gleich heraus. Ihr seht schon, da hinten ist die Buhne. Da sind viele weiße Vögel drauf, überwiegend Möwen. Aber ein Silberreiher ist auch drauf. Und ich laufe jetzt den Deich runter. Ich komme fast bis zur Buhne ran und dann drückt mir die Daumen, dass die Vögel nicht wegfliegen. Guckt euch das mal an. Was für ein wunderschöner Morgen.
Es ist kein Wind. Das Meer ist spiegelglatt. Also das erlebt man hier todselten in Ostfriesland. Der absolute Knaller. Ach hier, da hinten, wo ihr diese Rauchsäule seht, das ist übrigens Holland. Das ist Delfzijl. Und da hinten, den schmalen schwarzen Streifen da am Horizont, das ist Norderney. Die Urlaubsinsel Number One in Ostfriesland. Ja, ich habe mich hier mal schön hingeflezt und genieße noch so ein bisschen den Ausblick. Also geileres Wetter kann es eigentlich nicht geben für Mitte September und wir haben überhaupt keinen Wind. Also das ist eine absolute Ausnahme. Richtig geil. Ja, ich chill jetzt hier noch kurz und dann seht ihr schon da hinten, da ist noch so eine Buhne, die reingeht. Und von hier aus kann ich eigentlich sehr, sehr viele weiße Vögel entdecken. Und da werde ich mich gleich mal so langsam hin auf den Weg machen. Aber erstmal warte ich die Fahrradfahrer ab, die da hinten angeeiert kommen. Scheiße, ich ärgere mich gerade ein bisschen. Da war gerade ein Krebs. Und ich glaube, ich habe noch keinen Krebs vorgestellt auf meinem Video. Echt ärgerlich. Das war ein weißer Krebs mit roten Beinen. Oder sag mal, grauer Krebs mit roten Beinen. Und ich weiß gerade gar nicht, was das für ein Krebs sein könnte, weil so doll habe ich mich bislang noch nicht mit Krebsen befasst. Naja, wir bleiben noch mal ein bisschen hier, vielleicht kommt der Gute noch mal wieder. Mal schauen. Der Krebs kam tatsächlich noch einmal wieder für einen Bruchteil einer Sekunde und ist dann sofort wieder weggehuscht. Na, ich habe eine ganz bedürftige Aufnahme gemacht, die zeige ich euch jetzt, falls ich in den nächsten Minuten nicht noch einen Krebs finden werde. Denn ich laufe jetzt schön darunter. Leute, jetzt gerade beim Krebse suchen, habe ich eine richtig coole Entdeckung gemacht im Wasser. Wo ist sie? Da. Da schwimmt doch was. Und es ist genau das, was ich vermutet habe. Das ist nämlich ein Knochen, Knorpel, ich sag mal Skelettteil von einem Tintenfisch. Habe ich noch nie gefunden. Ist das geil? Und so sieht das gute Ding aus. Das ist jetzt quasi von oben. Ich denke, dass es oben ist. Und das ist von unten. Richtig cooler Fund auf jeden Fall. So Leute, ich breche jetzt hiermit ab. Die Fußgänger und Fahrradfahrer, die mehren sich so langsam. Und leider verscheuchen die dann auch die ganzen Limikulen, die sich, sag ich mal, ein bisschen ufernäher aufhalten. Also breche ich jetzt ab. Insgesamt würde ich sagen, war das ein richtig, richtig geiler Besuch. Ostfriesland am Meer ohne Wind erlebt man wirklich sehr selten. Das war schon mal ein Highlight und ich sag mal so, wir haben viele Vögel filmen können und ein paar schöne Arten auch dabei gewesen. Wir hatten einen schönen Vormittag, aber jetzt habe ich tierischen Hunger und hau wieder ab. Wenn ihr Bock habt, dass ich nochmal herfahre und nochmal ein paar Aufnahmen mache, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Tierart, die ich mal filmen soll oder sagen wir mal so, die ich mal suchen soll und dann filmen soll, so eine Art kleine Challenge, dann versuche ich die doch anzunehmen. Ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert gerne, falls euch der Content hier drauf gefällt. Dann würde ich mal sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Video und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, tierisch gut drauf.